Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000Best TV. Heute sind wir wieder unterwegs, um spannende Fragen zu beantworten in der KTM Motorhall im Mattighof am KTM-Platz 1. Heute geht es ums Thema Ride by Wire. Motorradtechnik im Detail. Kommt mit, wir klären gemeinsam diese spannenden Fragen auf in der Motorhall. Ja, fahren über Kabel, glaube ich, übersetzt. Und letztendlich für mich bedeutet Ride-by-Wire einfach nur, dass ich keinen Seilzug mehr habe, sondern ein Kabel und ein Potentiometer oben am Gasgriff. Und anstatt einer Drosselklappenbetätigung über diesen Seilzug, habe ich einfach ein elektrisches Signal, das aus meinem Griff an die Motorelektronik geleitet wird, woher die dann weiß, wie viel Gas ich gerade gerne geben würde. Für mich ist das ein großer Vorteil im heutigen Motorradbau, weil du dadurch eben viele Fahrassistenzsysteme wie an Tempomaten leichter dran anschließen kannst. Aber es gibt natürlich auch Motorräder, muss man ganz ehrlich sagen, die ohne Ride-by-Wire deutlich besser waren. Und jetzt, wenn es dann neue rauskommen und Ride-by-Wire haben, da spürt man leider halt dann schon, dass die Gasannahme nicht mehr so sanft ist, wie wenn man wirklich am Kabel zieht. Aber sonst, wenn es gut umgesetzt ist, bin ich ein großer Fan davon, weil ich bin halt eine neue Generation. Ich habe halt gerne Fahrassistenzsysteme, ich habe gerne Tempomaten, Sachen, die das Leben leichter machen, sicherer machen. Und wenn das halt mit Ride-by-Wire möglich ist, bin ich voll der Fan davon. Ja, bei so einem Ride-by-Wire-System sind mehrere Komponenten mit im Spiel. Zum einen natürlich einmal der Gasgriff, der im Prinzip ein elektronisches Bauteil mehr oder weniger ist. Und auf der anderen Seite habe ich hier die Drosselklappen, die hier auf dem Zylinderkopf montiert sind und dann habe ich hier oben noch die Einspritzdüsen, die man auch schön sieht. Und der Wunsch, den man hier mit dem Gasgriff quasi vorgibt, der Wunsch wird hier umgesetzt dann am Ende des Tages von den Drosselklappen und von den Einspritzdüsen, die das machen, was man da oben sagt, aber eben in einer Art und Weise, das abgestimmt wird mit der ECU, die in dem Fall da hinten sitzt. Vor dem Ride-by-Wire-System waren die Drosselklappen noch seilgezogen. Das heißt, da ist wirklich noch mit einem Baudenzug vom Gasgriff weg die Drosselklappe gedreht worden. Über verschiedene Umlenkungen. Und das war ein ganz simples System. Ne? Im Grunde ist es einfach ein Drehpotentiometer, der die Drehbewegung in ein elektrisches Signal umwandelt. Also im Grunde wie ein normaler Lichtschalter, ein Dimmer von einem normalen Raumlicht. Man dreht, innen hat man ein Potentiometer, das wird im Grunde einen veränderbaren Widerstand. Das wird in ein elektrisches Signal umgewandelt. Dieses Signal wird an die ECU geschickt, an die Motorsteuerung. Und da ist im Grunde eine Kennlinie hinterlegt, wo man dann weiß, okay, diese Spannung vom Sensor bedeutet diese Gasgriffposition und somit wird quasi dann dieses Spannungssignal, was gesendet wird, in eine Gasgriffposition in der Software wieder umgerechnet. Man kann durch Ride-by-Wire natürlich in der Applikation deutlich mehr beeinflussen als bei einem normalen Gaszug. Und die Ride-by-Wire sind eben für viele Fahrassistenten oder Fahrfunktionen notwendig. So zum Beispiel der Tempomat an einem Motorrad funktioniert nur, wenn ich Ride-by-Wire habe. Oder einen hochkomplexen Gasseilzug, was aber nicht State-of-the-Art ist. Das heißt, wir brauchen Ride-by-Wire, um aktuelle Fahrfunktionen, wie jetzt zum Beispiel den Tempomat, aber auch Zukunftsmusik wie eventuell Fahrassistenzsystemen auf den Motorrädern, anbieten zu können. Je mehr das alles, also wenn man am Ende dieser ganzen Entwicklung den Elektromotor sieht, dann hat man natürlich dort die perfekte Regelungskontrollmöglichkeit, eine klinisch saubere, perfekte Traktionskontrolle, Motorbremssteuerung und so weiter. Und jetzt ist es halt so, je mehr Elektronik da drinnen steckt, umso sauberer kann ich den regeln. Die Motorbremswirkung, das ist schon mal ein riesiger Segen, der man in den großvolumigen Zweizylindermotoren jetzt genießen kann, dass einfach so ein Super-Duke-Motor, so ein Adventure-Motor so geschmeidig, so fluffig
in den Radius hineinkommt, aber auch aus dem Radius hinauskommt. Das hat man ja alles diesen elektronischen Gasgriffsystemen, dieser Einspritzung zu verdanken. Es wäre so nie möglich, dass so ein Monsteraggregat so angenehm, fluffig, geschmeidig zu bewegen ist. Durch den Rap-By ist eigentlich ein Großteil an Funktionen, den wir aktuell oder den wir jetzt in der Motorsteuerung machen, eigentlich zustande gekommen. Es ist, viele Sachen kommen extern über andere Steuergeräte, zum Beispiel vom ABS-Steuergerät kommen die Traktionskontrollanforderungen, die Motorschleppregelungsanforderungen, die uns mehr oder weniger das Motormoment erhöhen oder erniedrigen oder verniedrigen können. Danach gibt es noch Funktionen wie Launch Control, Wheelie Control ist ein Punkt. Dann gibt es noch verschiedene Ride Modes, also angefangen eben von Rain Mode bis hin zum Track Mode, was im Endeffekt verschiedene Progressivitäten von den Gasgriff-Kennlinien mit sich bewirkt. Dann haben wir noch Verbesserungen eben auf der Seite, oder warum eigentlich E-Gas gekommen ist. Es ist einfach aufgrund der Abgasgesetzgebung, der Emissionsgesetzgebung ein Punkt geworden, den man nicht missen möchte. Der Punkt ist, man kann beim Kaltstart die Drosselklappe gezielt weit öffnen, damit mehr oder weniger die Leerlaufdrehzahl erhöhen und mehr thermische Masse in den Abgastrakt zu bringen, quasi kaltheizen. Das ist eine Funktion. Dann gibt es eben, wir können verschiedene Höhen, bei jeder beliebigen Höhe funktioniert die Leerlaufregelung stabil. Das Motorrad ist einfach problemloser geworden oder kundenfreundlicher. Früher hat man nur den Vergaser abgestimmt, man hat die Bedüsung verändern müssen. Heutzutage macht das alles das Motorsteuergerät zentral und sorgt, egal auf welcher Höhe oder welche Temperatur man sich bewegt, dafür, dass man jetzt an der so gut wie möglich immer die gleiche Funktionalitäten zur Verfügung hat. Ist auf jeden Fall wichtig, speziell im Hinblick, wenn man sich die komplette Architektur von unserer Traktionskontrolle jetzt ansieht. Und zwar ist es so, dass die komplette Berechnungslogik für die Traktionskontrolle bei uns im ABS-Steuergerät liegt. Und das ABS-Steuergerät schickt einen Drehmomentenwunsch an das Motorsteuergerät. Das heißt, das ABS sagt, okay, für diese Fahrsituation wünsche ich mir ein Drehmoment X. Das kann jetzt irgendwas sein, also ein quasi sehr hohes Drehmoment, wenn alles safe und sicher ist. Das kann aber auch ein reduziertes Drehmoment sein. Und im Grunde macht die ECU nichts anderes, als sich verschiedene Drehmomentanforderungen anzusehen und dann das Passende umzusetzen. Das heißt, auch vom Fahrer kommt im Endeffekt, also innerhalb dieser Architektur, ein Drehmomentwunsch. Und wenn der Fahrer jetzt, ich nehme jetzt einfach Zahlenwerte her, wenn der Fahrer wünscht sich jetzt 110 Newtonmeter, die Traktionskontrolle sagt, ich erkenne Schlupf oder Vorderrad hebt ab oder was auch immer, für mich sind 80 Newtonmeter genug, dann wird das von der Motorsteuerung entsprechend umgesetzt und im Normalfall werden dann auch nur diese 80 Newtonmeter dann umgesetzt. Und gerade diese Architektur oder für diese Architektur ist halt das E-Gas eigentlich das Um und Auf, weil man einfach die mechanische Verbindung, also über das Seil quasi, das Gasseil, irgendwie unterbrechen muss. Also diese komplette Logik, das System, Traktionskontrolle, muss sich da zwischen den Gasgriff und die Drosselklappe irgendwie einbringen, um eben das Drehmoment zu limitieren und dafür ist das E-Gas eigentlich das Um und Auf. Ja. Er ist das beste Beispiel, die Super Duke R. Ich kann leistungsreduziert im Rain-Mode, kann ich bedenkenlos umdrehen am Gasgriff und das Ansprechverhalten ist so sanft, dass ich nie Probleme kriege. Gleichzeitig kann ich aber auf der Rennstrecke so ein spontanes und aggressives Ansprechverhalten bilden, wie man es auf der Rennstrecke wünscht. Dadurch, dass die Verbindung zwischen dem Gasgriff und der Drosselklappe nicht direkt ist über einen Seilzug, sondern indirekt,
kann man im ersten Moment des Gasöffnens bei einem relativ großen Weg am Gasgriff viel feinere Bewegungen an der Drosselklappe umsetzen. Und dadurch ist besonders das erste Gasanlegen selbst bei einem eigentlich aggressiven Motorradl wie der Super Duke extrem sanft. Und wenn man dann ein bisschen weiter dreht, kommt auf einmal extrem viel. Man hat das neue Ride-by-Wire-System eingeführt, weil sie ganz einfach viel mehr Funktionen verwirklichen lassen im Fahrzeug. Ein normaler Schaltassistent nur abschiften, reicht nicht mehr gereicht. Man will downshiften zum Beispiel, man möchte eine Geschwindigkeitsregelanlage, man kann mit dem Ride-by-Wire-System eine viel feinere Regelung von der Traktionskontrolle verwirklichen. Die Möglichkeiten sind da viel weiter gestreut wie mit einem herkömmlichen System. Die Reproduzierbarkeit steigt, was das Ansteuern von der Drosselklappe angeht. Weil wenn ich mit einem Seilzug bin, habe ich immer eine gewisse Hysterese drauf. Das heißt, ich kann meine Lastpunkte von oben anfahren oder von unten anfahren. Und dementsprechend habe ich jetzt, wenn ich jetzt nicht wirklich, mittlerweile hat jeder Drosselklappenkörper Potentiometer drauf, damit ich genau weiß, wo die Drosselklappe ist. Aber die Reproduzierbarkeit und die Einfachkeit, wie sie das Ganze anfährt, ist deutlich gestiegen. Ja. Es wird versucht, mit dem elektrischen Gasgriff natürlich das Gefühl möglichst gleich nachzubilden. Das mit der Feder wird das gemacht. Also die Stärke der Feder, da ist versucht worden, das möglichst nahe an einen Drosselklappenkörper anzupassen. Und es geht auch sehr, sehr viel Zeit in der Entwicklung dafür auf, dass man auch das Ansprechverhalten, das Fahrgefühl wieder wie in einem seilgezogenen System nachbildet. Der Vorteil ist, man kann viele verschiedene Varianten nachbilden. Man kann einerseits ein ganz sanftes Fahrverhalten nachbilden, wie es eher bei einer Enduro gewünscht ist. Man konnte aber gleichzeitig auch ein extrem aggressives Ansprechverhalten, wie es eben bei einer Super Duke auf der Rennstrecke gewünscht ist. Das ist alles möglich. Nachdem ich selbst erlebt habe, wie es sich anfühlt, wenn Bautenzuggasgriffe hängen bleiben, wenn Vergaser stecken bleiben bei Zweilagmotorgasmaschinen, ist die Angst vor mechanischen Bauteilen viel größer als vor elektronischen Bauteilen. Und das ist in allen Bereichen des Motorrades so. Es ist viel, viel realistischer, dass irgendeine mechanische Geschichte klemmt, steckt, verrostet, korrodiert, kaputt wird, als dass irgendeine Elektronik, die das ersetzt, kaputt wird. Also, wenn eine Elektronik nicht funktioniert, funktioniert sie meistens nicht. Und that's it. Und das tritt nicht plötzlich irgendwo auf einem Steilhang auf, dass sich jetzt denkt, dieses Bit, ich hupfe jetzt doch mal rüber und lasse den Motor explodieren, sondern dann kommen sie schon bei der Entwicklung drauf. Also ein ganz großer Freund von Elektronik und Computersystemen. Also die Möglichkeit, dass das Motorrad auf einmal von alleine Vollgas gibt, ist absolut ausgeschlossen. Es ist einerseits jahrelanges Know-how bei den Systemzulieferern, schon aus dem Automobilsektor da. Und wenn das nicht absolut sicher war, dann würde man gar nicht nachdenken, dass man das in einem Motorrad einbaut. Dann gibt es noch eine internationale anerkannte Industrienorm, die ISO 26262, die besagt ganz klar, was für Sicherheiten das da gegeben werden müssen. Es sind alle kritischen Sensoren, zum Beispiel der Gasgriffsensor, und auch der Sensor, der was nachher das kontrolliert, was die Drosselklappe wirklich macht, redundant ausgeführt, das heißt zweikreisig, es sind immer zwei Sensoren vorhanden und sobald da irgendwas nicht passt, wird sofort eine entsprechende Fehlerreaktion ausgelöst. Ja, diese Ride-by-Wire-Systeme hat man eigentlich erst so richtig zu schätzen gelernt, wenn die Motorräder, wie soll ich sagen, ein paar Jahre alt waren. Ja? So nagelneu funktioniert ein Bautenzuggasgriff auch wunderbar.
Aber wenn das Motorrad dann ein bisschen in die Jahre kommt und schon ein paar Mal Jahre in der Garage herumgegammelt ist, dann man vielleicht doch nicht immer das alles ordentlich gewartet hat, dann waren diese Bautenzug-Gasgriffe dann einfach einen Hauch schwerfälliger. Und diese hundertprozentige Perfektion haben halt diese Ride-by-Wire-Systeme, die einfach immer konstant den gleichen Widerstand haben, immer gleich gut funktionieren. Und das weiß man dann einfach zu schätzen, wenn man das Fahrzeug dann länger besitzt. Und dann ist das einfach ein Ding weniger, was kaputt gehen kann, was Wartung bedarf, was Achtsamkeit bedarf. Und nachdem ich ja Technokrat bin, vertraue ich ja voll und ganz an dieses Computersystem und denke mir, dass so ein elektronischer Gasgriff mit weniger bewegten Teilen einem mechanischen Gasgriff einfach haushoch überlegen ist. Also meiner Meinung nach waren die Ride-by-Wire-Systeme zu Beginn klarerweise noch nicht ganz ausgereift. Es gab Hersteller, die haben das von Anfang an ziemlich im Griff gehabt. Es gab aber auch Hersteller, die haben es eigentlich, muss man sagen, kaum im Griff gehabt. Da war das dann einfach ein irrsinnig ruppiges Ansprechen. Da hat man einfach noch gesagt, mein Gott, da wünscht man sich den guten alten Vergaser wieder her, wo alles schön smooth und schön sanft vonstatten ging. Das wurde aber wirklich im Laufe der Jahre immer besser. Und es gibt zurzeit meiner Meinung nach kaum noch Hersteller, die es nicht im Griff hätten, das Ride-by-Wire-System gut abgestimmt zu haben. Ursprünglich habe ich mir gedacht, das hat keine Gasseile mehr, bis ich dann gemerkt habe, nein, es kann schon Gasseile haben, es geht ein in so ein Potentiometer, das umrechnet. Aber das Entscheidende ist, das hat mir der Brian Gillen vor MV Augusta so schön gesagt. Wie hat er das gesagt? Das war ein Traum. Quasi, ich gebe nur mehr in diesen Hebel, gebe einen Befehl rein oder einen Wunsch gebe ich rein und diese Elektronik rechnet das und gibt dann mehr oder weniger übersetzt meinen Wunsch. So, glaube ich, hat er das ausgedrückt. Und letztendlich, muss ich jetzt sagen, ist für mich Ride-by-Wire ein Feature der Neuzeit, wo sie aber durch sehr viele positive Erfahrungen eigentlich jetzt halt nicht negativ sehe. Am Anfang war das für mich eine Katastrophe. Mittlerweile finde ich das eigentlich großartig, dass man das elektronisch so übersetzt. Ja, der Spruch am Kabel ziehen stimmt jetzt ja nicht mehr so ganz, aber trotzdem, es heißt ja auch Ride by Wire. Also bleibt das Thema Kabel auch doch omnipräsent. Wie ist da eure Meinung dazu? Ich glaube, am Anfang, als es gekommen ist, dieser elektronische Gasgriff, waren die Leute durchaus skeptisch. Aber mittlerweile, glaube ich, haben die Leute doch mehr Angst vor einem Versagen eines mechanischen Gasgriffs, als dass da irgendwie die Bits und Bytes verrutschen. Aber gerne lassen wir uns auf eine Grundsatzdiskussion unten in den Kommentaren ein. Auf alle Fälle freuen wir uns, wenn ihr unten drunter in der Videobeschreibung den Weg findet zu den anderen Videos dieser Serie. Ist ja eine fette Serie, 24 Folgen haben wir da für euch gedreht und vorbereitet. Und da freuen wir uns über Wertschätzung in Form von einem Daumen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss und Baba.